Schudels Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl lohnt sich. Und Ahrvogelherber Mare. Mein Salz, mein Geschmack. Heute bin ich definitiv ein paar Höhenmeter über Meer. Im Grunde genommen geht es nur um das eine. Gutes Essen. Denn die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst. Grindelwald. Das Dorf am Fuß vom Eiger. Von hier kommt meine Familie und so bin ich früher etwa noch hier gsi. Anno dazumal vor dem Laden von meiner Grandmama. Der im Feuerzünd roten Kombi werde ich. Ja, seit langem wieder mal im Sommer hier und heute sollte mich auch mal hier aufheben. Mittellege Grad. Schon eindrücklich. Die Mittellegehütte auf dem Weg zum Eiger ist eine Ikone im Hochgebirge. Dort rauf wollte ich schon immer mal. Natürlich ist die Hütte nur per Seilschaft erreichbar. Aber heute ist Warentransport und so habe ich die einmalige Möglichkeit, mit dem Heli raufzufliegen. Rick, sein Tagesprogramm ist vollpackt. Darum geht es auch gerade los. Die Mittellegehütte liegt am nordöstlichen Grat vom Eiger. Der Zustieg ist aber von Süden her. Und das braucht schon gerade ein bisschen hochalpine Kenntnis. Und da ist sie, mitten auf dem Grat. Links und rechts geht das Bolzengerät ins Loch ab. Die Seilschaften sind alle schon unterwegs Richtung Eiger. Aber immer da ist die Hüttenwartin Kai. Seit 1924 gibt es hier oben eine Hütte. Während der Sommermonate wird sie bewartet. Die Bergsteiger kommen hier am späten Nachmittag an und brechen in einer Herrgottsfrüh auf Richtung Gipfel. Das Wahnsinn, das Panorama. He? Noch gerade schauen, ob ihr noch gesehen habt. Um den See hingehen. Ah, da gehst du nicht am Grat entlang hier. Ja, du siehst schon Zeil hier am Gesehen. Nein, ist eigentlich. Fritz ist Bergführer und Hüttenchef und kennt sie oben wie kein anderer. Aber eben, jetzt ist halb neun, jetzt sind die Leute bereits fort. Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad hier? Ja, das ist das. Am schwierigsten ist das hier. Es geht rein, nicht? Aber wie viel das kommt auch eng. Das kommt auch gegen auf Verhältnis drauf ab. Nicht? Das kann nachher sehr schwierig werden, wenn es freischend ist. Das ist nicht einfach, dass man da nur so drüber kann. In der Regel hast du da 7,5 und 9 bis 10 Stunden. So. Ich würde empfehlen, das müsst ihr machen. Ja, das wäre sicher nicht mehr zu lange warten, ich bin jetzt alt. Nein. Das ist noch lange Zeit. Auf 3350 Meter über Meer wollte ich etwas machen mit etwas Substanz. Eine Art Pasta Carbonara mit süß-sauren Zwiebeln. So.
300 Gramm Mehl. Dann nehmen wir einfach ein Oberdrittel. Und es braucht einfach gar keine Schüssel, um ein Teig zu machen. Wenn man ein bisschen weiss, wie. Schau, jetzt haben wir auch schon fein. Ein bisschen. Ein Teig. Und dann muss er so ein bisschen aufreissen. Und jetzt lassen wir den schnell einpacken. So ein in eine Klarsichtfolie. Oder in einen Plastiksack, das ist egal. Ein bisschen ruhen. Für das Zwiebeltopping ein bisschen Zucker karamellisieren. Das passt dann sensationell zu den cremigen Teigwaren. Es ist wichtig, dass man nicht zu fest drin rumgegagert. Wunderschöne goldgelbe Farbe ist das, was wir wollen. Sobald die Flüssigkeit raus ist, mit Essig ablöschen und einkochen. Die wir ganz leicht würzen, nicht zu fest, nur so ein bisschen ein Geschmäckchen geben. Hier schön. Und das mit, gerade warm noch mit Olivenöl einrühren, bis es bindet. Das ist eigentlich im weitesten Sinne gekochte Vinaigrette. Und dann mache ich frische Lorigitas. Das sind Pastas, wie man sie in Sardinien macht. Dünn auswählen. Der Trick ist eigentlich eben schon hier, dass es wirklich richtig dünn Auswahl ist. Nachher hier einisch, zweimal um die Finger abdrücken. Dann hast du hier so wie zwei Schlaufen. Und dann einfach die ineinander hineinverziehen. So. Et voilà. Per Zufall gegangen. Und desto dünner sie du kannst machen. Natürlich, desto besser sind sie. Das ist so eine typische Entschleunigungstherapie hier. Also. Lustig, oder? Drei Eigelb und ein ganzes Ei ist die Basis der Sauce. Das tun wir jetzt einfach nichts anderes als aufschlagen. Schön brav Pfeffer dran geben und frisch geriebenen Käse darunter mischen, das wär's schon. Pancetta! Schön morgen. Auf Fettes ist auch Freude. Voilà! Bergluft getrocknet. Schön, tipptopp. Oh, es braucht schon noch die Energie dazu. Hier oben. Teig waren sie al dente und im Anflug ist auch schon Rick, der nach einem strengen Vormittag zum Mittag kommt. Pasta. Schau jetzt hier, wie ich schau jetzt mal die sämige Sauce an. Hier. Ist mir ein Vorteil? Ich habe Glück gehabt. Gut, dann gibt das quasi einen hochalpinen Pasta-Teller, bevor es wieder weitergeht. Hallo, geh! Im Grunde genommen geht es nur um das eine: gutes Essen. Denn die schönsten Rezepte und Geschichten
Schreib das Leben selbst. Schudels Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl lohnt sich. Und Ahrvogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack.